Und Sie fahren nur Frauen? Ja, ich fahre nur Frauen. Klasse Idee. Also, und das Geschäft, das läuft, ja? Ja, das läuft richtig gut. Ich meine, das ist eine Geschäftsidee, die nicht jeder hatte, ne? Und das wurde so gut angenommen von den Frauen, finde ich total schön. Sind Sie angeschnallt? Ja, deswegen? Ich kann nicht bremsen, Bitte? War das eine rote Ampel? Ja, es war eine rote Ampel. Ich weiß auch nicht, halten was los Sie ist. An? Was machen die denn da? Komm mal hinterher, was ist das? Lassen Sie mich bitte raus! Es tut mir leid, ich... Bitte. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Michael, wir müssen dem Taxi mal folgen. Da sind Fahrgast hinten drin, artikuliert hinten, als wenn da irgendwie in Gefahr wäre. Ja, ich hab's auch gesehen. Hallo? Hallo, was ist los? Michael, die kann nicht bremsen. Wir setzen uns davor und bremsen sie aus. Fahr davor, wir fahren davor. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Geh raus, was ist los? Ich weiß es nicht. Können Sie stehen? Können Sie stehen? Alles okay? Ja. Alles okay? Ja. Okay. Oh, es tut mir leid. Sie hatte mich fast umgebracht. Wir sind von der Polizei. Oh, mein Name ist Klaus Schäfer. Ja. Ja, Tom. So, jetzt erzählen Sie mal Ihren Namen. Wie heißen Sie? Jana Schneider. Sie sind Jana Schneider. Ja. Jana Schneider, erzählen Sie mir, was ist passiert? Das weiß ich nicht. Ich bin ganz normal gefahren. Ich wollte die Kunde nach Hause bringen und auf einmal... Ja. Sie hätte mich umgebracht. Die Bremsen ging nicht. Ich wirklich nicht. Ich, ja. ich kann dafür nichts. Ich habe das mehrfach probiert und ja. Auf einmal wie ins Leere getreten. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, die Frau gab uns natürlich in der ersten Befragung an, dass alles ausgefallen sein soll. Und wir können uns das alle nicht vorstellen, dass es hier im Grunde genommen mit einmal ein Ausfall aller Systeme gewesen sein soll. Sie sind der Gast. Sie sind eingestiegen wo? Am Bahnhof. Am Bahnhof. Und Ihr Name? Melanie Leib. Ich überprüfe das mal, ja. Ah, super. Ich wollte doch noch nach Hause. Ja. Verlag ganz zurück. Erstens, wir sind hier. Zweitens, wir haben das Auto gestoppt. Sie sind in Sicherheit, es kann nichts passieren. Die zittern zwar, ganz, ganz ruhig bleiben, aber wir sind alles erledigt. Das Auto ist gestoppt worden. Das scheint ein technischer Defekt zu sein. Sie hätte mich umgebracht. Ja, das hat sie bestimmt nicht freiwillig gemacht. Sie hat sich ja selber auch in Schwierigkeiten gebracht. Sieht nicht irgendwie aus wie entweder abgekratzt oder... Also die Farbe ist korrekt, aber... Also wir haben jetzt hier festgestellt, dass die TÜV-Plakette eben entweder manipuliert worden ist oder eben abgekratzt worden ist. Was genau das jetzt sein soll, wissen wir nicht, aber sieht jetzt nicht gerade richtig gültig aus, ne? Das müssen wir gleich mal den Kollegen sagen. Klaus? Ja? Guck mal, wir haben hier was Interessantes gefunden. Die TÜV-Plakette wurde entweder abgekratzt oder... Ich weiß nicht, manipuliert. Die sieht abgekratzt aus, oder? Mhm. Aber das können wir über die Dienststelle einmal mal nachprüfen lassen. Ja, ja, vielleicht Sie mal fragen. Ach so. Gute Dame, was ist mit dem TÜV? Wieso mit dem ist TÜV? Ist der abgelaufen oder haben Sie den machen lassen? Abgelaufen. Nein, der ist nicht abgelaufen. Okay. Ich fahre hier mit dem Auto, was keinen TÜV hat. Nein. Bitte? Nein, das geht nicht. Ganz absolut nicht. Das muss ins Netz. Junge Frau, nee, Sie stellen jetzt hier gar nichts ins Netz. Doch. Das ist hier eine Unfallstelle. Das ist mein gutes Recht, das zu fotografieren. Der Fahrgast, der da drin war, der war natürlich fürchterlich sauer, weil war auch ein bisschen verletzt, hatte eine Beule am Kopf. Ja, sie war auch total aufgeregt, was ich verstehen kann. Und wollte auch gleich Fotos von dem ganzen Unfallfahrzeug machen, die veröffentlichen. Und das ist allerdings eine Sache, während einer polizeilichen Maßnahme, wenn wir noch nicht alle Beweise gesichert haben, dann haben Fotos in der Öffentlichkeit von so einer Unfallstelle gar nichts zu suchen. Das ist mein gutes Recht. Ja, ganz ruhig. Wir sind hier immer noch die Polizei und wir sagen Ihnen, Sie filmen hier nicht oder machen hier irgendwelche Fotos. Haben Sie uns verstanden? Können Sie sich das erklären? Ist sowas schon mal vorgekommen mit Ihrem Taxi? Nein. Nein, das kann nicht. Nein, das ist noch nie vorgekommen. Ich meine, ich habe das Geschäft jetzt erst einen Monat. Ich war vorher normal angestellt und ich habe das Taxi gekauft. Ich habe alles neu machen lassen, den TÜV, alles. Meine Lizenz ist extra noch mal erneuert worden. Also ich habe mich um alles gekümmert, damit ich wirklich die Gäste gut durch die Gegend fahren kann. Und gerade weil ich ja nur Frauen fahre. Ich fand das ganz wichtig. Frau Schneider, eine Frage. Sie haben gesagt, Sie haben die Firma neu. Ja. Was haben Sie denn vorher gemacht? Waren Sie irgendwo angestellt? Nein, also ich war vorher auch bei einem normalen Taxiunternehmen.
Okay. Aber ich hatte da ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte einen Fahrgast, der war völlig normal eigentlich. Ja. Und an der roten Ampel, also er hat viele mit mir Smalltalk erst gehabt, ja, und wie es so ist. Und an der roten Ampel ist er sehr zudringlich geworden, wollte mir ans Bein fassen und. Und dann bin ich ausgerastet. Ich habe ihn komplett das Gesicht zerkratzt. Ich habe ihn aus der Karre geschmissen und angezeigt. Und da habe ich gesagt, ich fahre nie wieder. Und dann kam mir die Idee mit dem neuen Geschäft. Können Sie sich vorstellen, irgendjemand, der Ihnen was Böses möchte, der ihr jemand schaden will? Ja, eigentlich nur dieser Fahrgast von damals. Ja. Ich meine, der hat mich auch noch mal angerufen vor 4 Tagen. Ja, haben Sie das? Hat Sie vor 4 Tagen angerufen? Ja, also er hat mich angeschrien, er war völlig aufgelöst und hat geleilt wie verrückt. Haben Sie einen Namen von dem? Arno Wenzel heißt er. Arno Wenzel, ja. Okay. Also er hat auch gesagt, dass ich die Anzeige bereuen werde. Der zudringliche Fahrgast der Taxifahrerin steht unter Verdacht, das Taxi aus Rache manipuliert zu haben. Polizeikommissar Norman Winter lässt ihn über die Leitstelle überprüfen und fordert die Spurensicherung an. Wir bestellen eine Rolle, lassen das Ding abschleppen. Auf jeden Fall. Ja, unseren müssen wir auch schleppen lassen. Wir brauchen einen Fahrdienst, dass einer abholt. Ja. Und die Kollegen schicken wir mal auf die Wache mit den Damen, dass wir die noch mal intensiver befragen. Ja. Also Egon, besteht die Möglichkeit, dass das jemand mit Absicht gemacht hat? Ich meine, immerhin hat die keinen TÜV oder ist das auch manipuliert? Ja, das müssen wir über die Kriminaltechnik feststellen lassen, ob die Plakette gar nicht vorhanden war, ob sie abgekratzt war etc. pp. Und in welchem Zustand das Auto generell ist. Letzten Endes können wir es dann auch noch mal im System abklären, ob der TÜV durchgeführt wurde. Und außerdem können wir nur noch ganz gut erklären, wenn ein System ausfällt, ist ein zweites System, was normalerweise dann noch greift. Also bei den Bremsen würde dann noch die Handbremse funktionieren, nicht alles ausfallen. Aber das ist schon etwas sehr komisch. Also Egon hat bestätigt mit der Anzeige, tatsächlich, wurde die getätigt. Weiß nicht, sollen die Kollegen den irgendwie ausfindig machen oder kontaktieren versuchen? Oder? Also ich würde den sogar abholen. Den würde ich, mir ganz gerne in der Woche nochmal angucken. Ja. Hallo, darf ich mal ganz... Ja, na klar. Ja. Mir ist gerade was eingefallen. Dieser Arno Wenzel. Ich habe den ja gefahren und am Anfang hat er mir irgendwie von seinem Beruf auch erzählt. Okay. Und da sagte er, er ist Kfz-Mechatroniker. Aber ich weiß nicht, ob das so passt, aber... Okay. Das ist so. Als Kfz-Mechatroniker kennt man sich ja durchaus auch mit Fahrzeugen aus. Ja, natürlich. Jetzt auf einmal so. Ey, ich wäre an dieses Auto fast gestorben und jetzt so eine Leier. Die Kripo-Beamten wollen die argwöhnische Zeugin auf der Wache näher befragen. Außerdem versprechen sie sich durch die Auswertung der Fahrgastkamera aus dem Innenraum des Taxis weitere Anhaltspunkte. Jetzt fahren Sie mit den jungen Kollegen mit. Kommen Sie mit. Bitte. Ja, alles da. Wie geht's Ihnen jetzt mit der Geschichte hier? Ja, schlecht. Ich habe Angst um meine Existenz. Ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte das gar nicht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit Taxirella. Das war für mich meine Zukunft. Und ich weiß nicht, ich kann die Dame verstehen, aber auch mein Leben hängt jetzt mit dran. Kriminalkommissar Tom Jankowski und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer erfahren über Funk, dass der TÜV des Taxis gültig ist. Die Beamten vermuten, dass möglicherweise jemand die Software des Taxis manipuliert hat. Die Überprüfung des verdächtigen Kfz-Mechatronikers bringt nun weitere belastende Fakten ans Licht. Ich habe den Herrn Wenzel oben in Vernehmung 1 reingesetzt. Sehr gut. Guck mal, der hat vor 4 Tagen eine Anzeige gekriegt wegen KV. Schlägerei in der Kneipe. Ach, so ein dolles Ding. Ja? Das ist ein dolles Ding. Ach ja, die haben ja das, die sexuelle Nötigung, das ist die Sache, wo Sie sagten, das haben Sie angezeigt. Mit den 4 Tagen gerade habe ich mitbekommen. Ja. Das passt genau zu dem Zeitpunkt, wo der mich angerufen hat, stinkbesoffen. Ja. Stinkbesoffen. Er hat geleit und mir gedroht. Ne? Also er war wirklich nicht ganz... Haben Sie das zur Anzeige gemacht? Nein. Also in diesem Fall ist es wahnsinnig wichtig, dass es zur Anzeige gebracht wird, weil hier wollte er Sie unter Druck setzen, damit sie die Anzeige wieder zurücknimmt. Und wenn sie es nicht machen würde, dann würde er weitere Maßnahmen treffen. Und das ist sogar eine sogenannte Beeinflussung einer Klientin hier, einer Person, die im Grunde genommen nur ihr Recht durchsetzen möchte. Die Kriminalisten lassen den Verdächtigen zunächst über einen venezianischen Spiegel von der Taxifahrerin als den Mann identifizieren, der sie sexuell belästigt hat. Anschließend nehmen ihn die erfahrenen Ermittler ins Kreuzverhör. Herr Wenzel, sagt Ihnen der Name Jana Schneider was? Jetzt, wo Sie Jana Schneider erwähnen, wegen der blöden Kuh habe ich die ganze Sache am Hals. Ich hatte vorher noch nie was mit Anzeigen und sowas zu tun gehabt. Ich frage mich auch, was ich jetzt hier schon wieder soll. Was ist denn da passiert?
Die hat mich meiner Meinung nach unberechtigterweise aus ihrem Taxi geschmissen, weil sie meinte, ich hätte sie irgendwie bedrängt oder keine Ahnung. Haben Sie denn bedrängt? Ungewollt geküsst, ich weiß nicht. Das haben Sie gemacht? Alkohol getrunken. Waren Sie auch schon betrunken wieder? Haben Sie ein Alkoholproblem? Ich habe kein Alkoholproblem. Wir sind uns einfach im Taxi, wir haben uns nicht unterhalten, sind uns ein bisschen näher gekommen und auf einmal kratzt sie mir durchs Gesicht und schmeißt mich aus dem Taxi raus. Vielleicht habe ich es falsch interpretiert, aber ich wollte nicht irgendwie, weiß ich nicht, ihr an die Wäsche oder sonst was machen. Also, da würde ich Ihnen jetzt mal was vorhalten. Die Frau Schneider ist heute Opfer einer Straftat geworden. An ihrem Fahrzeug ist rummanipuliert worden. Das Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen. Sie sind Automechatroniker? Das bin ich, ja. Ich bin Sie sind angezeigt worden, ich rede gerade, Sie sind angezeigt worden von der Frau Wenzel wegen sexueller Belästigung. Sie trinken ganz gerne mal ein. Und vor 4 Tagen waren Sie in eine Schlägerei verwickelt. Wenn ich da 1 und 1 zusammenzähle, komme ich so ein bisschen zu dem Schluss, dass Sie der Frau Schneider vielleicht ein bisschen was Böses wollen. Mir das jetzt auch noch angehängt werden. Haben Sie telefoniert mit ihr vor 4 Tagen? Ja oder nein? Es kann sein, dass ich Sie im Suff mal angerufen habe. Ja, habe ich. Und was meinen Sie, was haben Sie ihr denn da gesagt? Was könnte das denn gewesen sein? Ich bin ein bisschen lauter geworden. Hm? Hab Sie ein bisschen angeschrien, aber das war nur aus dem Suff heraus und weil ich halt sauer war. Komm, du Klaus, das geht. Lass mal kurz noch nehmen, Mann. Sie bleiben bitte mal hier sitzen, ja? Dann bleibt dir das übrig. Den, das ist ja nicht wahr. Das ist ja so eine Wurst. Der fängt ja gar nicht an zu weinen. Der ist doch nicht so eiskalt im manipulierten Auto, dass jemand zu Schaden kommt. Also, traust du mich zu? Wir haben ja auch so ein kriminalistisches Bauchgefühl, nenne ich es mal. Und das sagt mir einfach, dieser Mensch, der da vor mir sitzt, das ist kein so ein eiskalter Mensch, der ein Auto so manipuliert, dass jemand wirklich zu Schaden kommen kann. Und das ist erstmal das große Geheimnis dabei. So. Wie sieht's denn aus? Kann ich denn jetzt mal langsam gehen? Sie dürfen erst mal sitzen und Sie dürfen dann gehen, wenn wir das sagen. Ich habe aber auch meine Zeit am Lotto nicht gewonnen. Das glaube ich Ihnen gerne. Haben Sie einen wichtigen Termin? Das muss ich Ihnen jetzt hier nicht verraten, oder? Dann kann der Termin nicht so wichtig sein. Bitte nehmen Sie Platz. So, Frau Schneider, mit dem Herrn Wenzel. Was Neues? Ja, wir glauben nicht, dass der Ihr Auto manipuliert hat. Die Kripo-Beamten weisen ihre Kollegen an, den Kfz-Mechatroniker zu entlassen. Mittlerweile liegt das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung des Taxis vor und liefert erschreckende Erkenntnisse. Ja, die Fahrzeugsoftware wurde manipuliert. Ja, für einen Kfz-Mechatroniker wäre das ein leichtes Spiel, aber genauso gut kann sich das jeder mit ein bisschen technischem Verstand aus dem Internet runterladen. Muss man das Fahrzeug dazu geöffnet haben? Oder kann ich das auch von außen, von unten, von der Seite? Ich habe jetzt nur die Software ausgewertet. Okay. Zu einem anderen kann ich jetzt noch nichts sagen. Aber was noch viel interessanter ist, bei der Auswertung der Fahrgast. Macht nichts kaputt. Nein. Was wir bei der Auswertung der Fahrgastkamera entdeckt haben. Was hast du denn? Na, zeig doch mal. Schaut euch das mal an. Und achtet auf den Gesprächsverlauf. Ja, das läuft gerade, weil ich Luft rausfahre. Also es ist wirklich, es ist ein gutes Geschäftsmodell und das muss ich natürlich erstmal etablieren. Aber im Moment... Die reden doch jetzt normal und die will da raus? Was macht die denn da? Ja, was sagte der dazu? Na, sag mal, also wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat sie da schon vorher versucht auszusteigen, richtig? Also auf dem Video war natürlich ganz deutlich zu sehen, dass die Dame im Vorn des Fahrzeuges als Fahrgast deutlich an dem Türgriff versucht hat zu rütteln, aus dem Auto rauszukommen. Und zwar weit bevor eigentlich das Schadensereignis mit der Bremse eintrat. Und wenn sie nicht in die Zukunft gucken kann, denke ich mir mit meinem kriminalistischen Sachverstand, dass sie irgendwas damit zu tun hat, oder Klaus? Also sie muss da was mit zu tun haben, aber wie das alles zusammenhängt, da sind wir noch ziemlich im Dunkeln. Das ganze Verhalten jetzt mal Revue passieren lassen. Dies mit den Fotos, dieses Gequakel, dieses Rumgezicke. Hektisch, ich will los. Ich will weg. Ja. Ja, könnte ich auf die Idee kommen. Also, ja, und normalerweise würde ich es ja oben im Vernehmungsraum als Gebet nehmen, aber die war die ganze Zeit schon so zickig, die wird uns überhaupt nichts sagen. Auf Teufel komm raus, wird die den Mund halten. Was hältst du denn davon, wenn wir mal gucken, was das für ein wichtiger Termin ist, den sie hat? Die Ermittler beschließen, die Zeugin zu observieren. Gemeinsam mit dem Opfer nehmen sie die Verfolgung auf. Die 29-Jährige hat sich ein Taxi genommen.
Auch wenn sie kein offensichtliches Tatmotiv hat, scheint sie der Polizei etwas zu verheimlichen. Mittlerweile machen in den sozialen Netzwerken Hasspostings der jungen Frau die Runde. Die Kriminalisten gehen der Frage nach, was die Verdächtige mit dem Shitstorm bezweckt. Als sie aus dem Taxi steigt, machen die Beamten eine entscheidende Beobachtung. Hier, steigt aus, die rote Jacke. Scheiße, und dann nur noch so wenig Geld von dir zu bekommen, das ist echt kacke, Mann, Junge. Weißt du, lass mich in Ruhe, Mann, weißt du? Das hoffen sie ja richtig. Alter, wo ist das Ausschlag, bist du? Du bist... Nein! Was willst du, Männer, die jetzt halt die Runden? Mit, was soll denn das? Nein, was will ich denn mit 200 Euro? Pass auf, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen mehr. Mehr habe ich aber nicht. Komm her, hier. Den kenne ich. Ja, er gibt mir Geld. Ich kenne den Mann. Das ist der Erik. Pass auf. Ich steig aus, ich geh ran und du bremst vorne. Ja, wir klären das. Guten Tag, die Polizei. So, bleiben Sie mal. Wer sind Sie? Wie, wer bin ich? Was ist denn hier los? Ist das jetzt Ihr wichtiger Termin von vorhin? Voilà, kommen Sie mal her. Kommen Sie nicht weg. Lauf, hat doch gar keinen Sinn. Was soll denn das? Bei dem Taxifahrer handelt es sich um einen Konkurrenten des Opfers. Die Kommissare vermuten, dass er der Drahtzieher des Softwareangriffs ist. Was ist passiert? Warum hat er Ihnen Geld gegeben? Das kann ich Ihnen erzählen. Das weiß ich nicht. Warum er Ihnen Geld gegeben hat, wissen Sie nicht. Ich glaube, das ist mal langsam Zeit, dass Sie mal den Mund aufmachen. Ich habe nichts bekommen. Nichts. Nein? Nee? Nein? Tasche aufmachen. Oh, yeah. Ja, was ist das für ein Geld? Das haben Sie doch gerade von ihm gekriegt. Ha? Hab ich? Ja, haben wir gesehen. Wir haben sie beobachtet. Warum hast du das gemacht? Warst so eifersüchtig auf meinen Laden, ja? Auf so eifersüchtig? Jetzt hör mal auf, so einen Blödsinn zu reden. Du hast meine Existenz was kaputt gemacht. Was du gemacht hast und reiß dich nicht weiter in die Scheiße rein. Die Person da vorne, seitdem die sich in mein Taxiunternehmen einmischt, laufen meine Geschäfte so schlecht. Die junge Frau wurde vom Täter beauftragt, Fotos von dem manipulierten Taxi zu machen, um damit den Ruf seiner Konkurrentin zu zerstören. Wir kennen uns Jahrzehnte. Und dann tust du mir sowas an und du machst auch noch mit. Dann hättest du vielleicht mal die Füße stillhalten sollen. Ich habe dafür einfach Geld bekommen. Ja. Mann, Sie machen jetzt mal nicht so einen Affen, drehen Sie sich mal um, dann hab ein bisschen Armschmuck für Sie. Zack, umgedreht. Hände auf den Rücken. Hände nach hinten. Ja, das Motiv ist also ganz grausam. Der Mensch hat im Grunde genommen, wollte seine Konkurrentin ausschalten, weil die ein neues Taxiunternehmen gegründet hat und er dann keine Kunden mehr hätte hier. Also unmöglich. Also wenn das jeder machen würde in Deutschland, hätten wir hier wirklich einen Wahnsinnsstaat, ne? Ja, und vom Strafgesetzbuch her kommt da allerlei zusammen. Wir haben eine versuchte gefährliche Körperverletzung durch diese Manipulation am Fahrzeug. Damit einhergehen natürlich die Sachbeschädigung. Wir haben die Nötigung zum Nachteil der Taxiunternehmerin und letzten Endes dann auch die üble Nachrede über das Post im Internet. Klaus, komm, wir müssen hier nach Hause fahren. Ja. Dem Taxifahrer wird außerdem die Fahrerlaubnis entzogen. Seine Bekannte muss sich wegen Beihilfe verantworten.